Bei der Jubiläumsveranstaltung der Aktion Mensch zum Artikel Grundgesetznovellierung Artikel 3 Absatz 3 zum Thema Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Und das war genau vor 20 Jahren. Raul, wie alt warst du damals? Minus 20, also 16. 16. Also, wer jemals Fragen hat, ob wir Nachwuchs für die Bewegung gewinnen können, hier ist ein gutes Beispiel. Ja, Raul, damals war die Auftaktveranstaltung der Aktion Grundgesetz, die nicht nur einen Umschwung, ich sag mal, bei der damaligen Aktion Sorgenkind bedeutete, sondern auch der Bewegung nochmal einen ganz wichtigen Push gegeben hat. Womit bist du denn heute beschäftigt? Also natürlich beschäftigen wir uns gerade massiv damit, dass die Umsetzung des Teilhabegesetzes in seiner gesamten Katastrophe jetzt zu begleiten. Wir beobachten bereits in verschiedenen Bundesländern, dass es viele Menschen mit Behinderungen gibt, die, wie bereits Sigrid Anade gesagt haben, in Heime gezwungen werden. Natürlich kommt da nicht die Polizei und steckt sie ins Heim, sondern das funktioniert viel subtiler, indem einfach Mittel gekürzt werden und dann einfach die Alternativlosigkeit existiert und dann man nur noch ins Heim kann, weil das Sozialamt sich zum Beispiel weigert, mehr zu bezahlen, als das Heim kosten würde. Dagegen haben wir eine Petition gestartet, die nennt sich auf change.org/Heimzwang. Dagegen wollen wir protestieren. Wir haben alle behinderten politischen Sprecher aller Parteien angeschrieben und auch natürlich deren Fraktionsvorsitzenden, so sie denn schon welche nominiert haben. Und das Interessante ist, wir haben bereits fast 50.000 Unterschriften innerhalb von 48 Stunden generieren können. Und es hat sich bisher keine wirkliche Partei, außer die CDU, also Herr Schubert, mehr oder weniger schwammig auch nur dazu geäußert. Das heißt, wir müssen jetzt weitere Unterschriften sammeln auf change.org/Heimzwang, um einfach der Politik mal wieder ordentlich vors Haus zu kacken, wenn ich das jetzt mal so sagen kann. Ja, Raul, bleib mal da, ich komme wieder zu dir. Vielen Dank erstmal. Ich komme mal, mach mal hier einen Seitenwechsel zu Jenny Bissmann. Jenny Bissmann, vor einem Jahr haben wir hier ja auch protestiert. Und dann hat man ja von hier aus noch einen kleinen Ausflug gemacht. Genau, wir sind vors BMAS gegangen, mit vielen von euch. Und das war der Auftakt für eine neue Behindertenbewegung, also in Berlin und deutschlandweit. Und daran anschließend haben wir eine Mahnwache gemacht. Ich glaube, 22 Tage saßen wir jeden Tag, natürlich, wenn das BMS auch offen hatte, davor und haben unsere Forderungen kundgetan. Mit vielen Menschen mit unterschiedlichsten Behinderungen. Ja, das war ein guter Auftakt zu was Großem. Und wir waren ja auch ein bisschen erfolgreich. Ja, und einmal hatte ich das Vergnügen dabei zu sein, da waren es 35 Grad und da waren nicht sonderlich Schatten vom Ministerium. Also das war schon eine heiße Nummer, oder? Es war eine heiße Nummer für uns alle, also sowohl vom Wetter her, als auch, dass die Polizei immer mal da war, aber wir haben es alle überstanden. Jenny Bissmann, du bist vom Netzwerk für Inklusion, Teilhabe, Selbstbestimmung und Assistenz, Nizza und hier in Berlin, aktiv und selbstbestimmt. Das Bundesteilhabegesetz vor Augen, was treibt dich um? Ja, was treibt mich um? Nicht so viel Gutes leider. Gerade in unserer Beratungsarbeit sehen wir, dass die Menschen mit unterschiedlichsten Behinderungen viel mit dem neuen Gesetz zu kämpfen haben, beziehungsweise die Menschen ja erstmal nicht mit dem Gesetz, sondern mit ihren Sozialämtern, Bezirksämtern. Und wir bei Nizza sind natürlich immer noch mit dem Fokus dabei, dass Einkommen und Vermögen unabhängig kommen wird. Dafür sind wir natürlich auch in vielen Gesprächen mit Politikern und Politikerinnen. Ja, und natürlich diese Zwangseinweisung in Heime. Das ist ein Thema, was uns immer wieder stark beschäftigt und wo wir natürlich auch mit der Petition mitgehen und noch viele Unterstützerinnen uns erhoffen. Ja, vielen Dank erstmal. Raul Krauthausen hier in Berlin bekannt, von den Sozialhelden aktiv auch bei Ability Watch. Wenn jetzt heute so ein Tag ist, wo du so einen Wunsch hier an diese versammelte Menge frei hast, was kommt da spontan?
Ich glaube, wir müssen alle noch lauter werden und ich bin wirklich beeindruckt, wie viele Leute wir hier heute sind. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen auch die Aktivierung des letzten Jahres, die wir hier weiter ins neue Jahr reintragen können. Das finde ich großartig. Wir müssen mehr werden, wir müssen lauter werden und wir müssen der kompletten Wohlfahrtsindustrie einfach mal klar machen, dass nichts über uns ohne uns stattfinden muss. Das heißt, also alles, letztendlich, wir müssen endlich angehört werden als Betroffene selbst und wir sollten aufhören, dieses Paternalismus-Spiel weiter mitzuspielen, dass die Erwachsenen, die nicht behinderten Eltern glauben zu wissen, was gut für uns ist. Das muss aufhören. Raul Krauthausen hat sich mit dem Team von RTL 5 Tage mit versteckter Kamera in eine Einrichtung als Freddy und etwas verändert begeben. Er weiß, wovon er spricht, was der Alltag in einer Einrichtung bedeutet, wenn man von oben herunter behandelt wird. Und ja, wir drücken die Daumen. Jenny, was ist dein Wunsch an diese versammelte Mannschaft? Ja, mein Wunsch ist, dass ihr alle wachsam bleibt, die Politik im Auge behaltet, gerade in Bezug auf dieses Bundesteilhabegesetz, und immer gut alles verfolgt, was so von vielen Verbänden auch gestartet wird, weil da bekommt ihr eure Informationen und seid dabei, wenn wir wieder alle auf die Straße müssen, um für unsere Rechte zu kämpfen. Ich bin dabei. Das ist ein Wort, ich bin dabei, habe ich gehört. Gebt den beiden nochmal richtig Rückenwind, denn den brauchen sie. Dankeschön. Wenn ihr sie nicht trefft,